Eine luxuriöse Einkaufsmeile samt architektonischen Spielereien. Dazu noch eine Art römisches Amphitheater. Willkommen in der neu angelegten Luxusgemeinde Rawabi im Westjordanland. 2008 hat der US-palästinensische Geschäftsmann Bashar al-Masri das Projekt begonnen, dessen Entwicklung er gemeinsam mit Investoren aus Katar weiterbetreibt, zuletzt mit diesem Einkaufszentrum. Es gibt viele Leute, die nach Markenartikeln shoppen wollen. Sie müssen jetzt nicht mehr nach Amman in Jordanien fahren oder in israelische Einkaufszentren. Sie können jetzt in einer palästinensischen Mall shoppen. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Palästinenser wollen das. Bislang leben in Rawabi nur 3000 Menschen, 40.000 sollen es einmal werden. Laut Al-Masri gibt es aber jeden Monat schon 100.000 Besucher. Die Nassal-Familie wohnt hier. Nach Jahren in Saudi-Arabien entschieden sie sich bei ihrer Rückkehr für Rawabi. Meine Frau und ich waren uns einig, hier ein Haus zu kaufen, weil wir hier all das gefunden haben, was wir an Infrastruktur, Komfort und Lebensstil gewohnt waren. Angesichts weit verbreiteter Armut und hoher Arbeitslosigkeit im Westjordanland gibt es Kritik an den hohen Preisen in Rawabi. Viele werfen Entwickler Al-Masri auch seine Geschäfte mit Israel vor. Doch für den umtriebigen Geschäftsmann ist seine Siedlung ein Baustein auf dem Weg zu einem unabhängigen palästinensischen Staat.